Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt in meinem Kanal. Heute habe ich den Titel mal genannt Verkaufskönig Tycoon oder King of Retail. Wir werden also Verkäufer in unserem eigenen Laden und bauen eventuell eine große Unternehmenskette auf, aber müssen dabei auch selbst in der Spielwelt rumlaufen, wie das aussieht und wie sich das Spiel anfühlt und ja, in welch unglaubliche Tiefe dieses Spiel geht, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe richtig Bock drauf, du auch. Lass gerne einen Daumen nach oben da und los geht's nach dem Intro. Ja, dann würde ich sagen, wir erstellen einen neuen Manager. Ich muss nur mal kurz hier eben, meine Aufnahmetool zeigt die Zeit nicht an. So ist besser und es geht schon los. Wir stellen einen Manager. Vorname Garderol von Garderol, wie der Randy immer sagt. Das ist nicht meine Schuld. So, was passt denn für ein Gesicht zu mir? halbwegs normal. Haarstil passt eigentlich ganz gut schon. Ja, das in ein paar Jahren. Aber lassen wir mal so. Ja, YouTube-Kommentare gelesen, ne? Nee, machen wir mal ruhig hier so ein bisschen dunkel. Ja. Augenfarbe, blau, Hautfarbe, huch, angenehme Gamerbräune, oder? Ja, man muss es nicht unbedingt übertreiben. Also so habe ich so ein bisschen, ne, wie Zuckerberg, das muss ja nicht sein. Machen wir mal so. Okay, Manager erstellen, Manager bereit. Okay. Werden wir den Unternehmermodus spielen oder den Konzernmodus? Im Unternehmermodus haben wir einen Laden und machen diverse Dinge damit. Das ist mir nicht genug. Ich will Konzern. Ich will die ganze Welt erobern mit meinen Geschäften. Eh klar. Ich habe noch keinen Konzern. Okay. So. Einleitung brauchen wir nicht. Wir sind eh Profi. Und ja, jetzt können wir hier, das ist die Stadt, in der wir spielen. Da gibt es jetzt diverse Sachen, die wir machen können. Aber ich glaube, es geht erstmal damit los, dass wir einen Auftrag erfüllen müssen. Nämlich, wir bekommen 100 pro Tag und das Ziel ist es, achso, dann kommen wir nochmal 500. Wir haben überhaupt kein Geld, können noch niemals eine Firma gründen. Hier sehen wir sehr wenig Bevölkerung. Wir unterschreiben den Vertrag und gehen zum Laden. Und für den aktuellen Vertrag muss ich 5 Kunden bedienen. Gut. Das Prinzip dieses Spiels ist immer gleich. Wir haben einen Laden und das ist jetzt im Moment noch nicht unser eigener Laden. Den müssen wir mal einen Laden haben. Und dann brauchen wir als erstes mal im Lager eine Anlieferungsfläche. Sieht wie folgt aus. Hier so eine einfache Palette sollte reichen für diesen kleinen Laden. Stellen wir mal direkt hier hin, damit das Parsing auch funktioniert. Sehr gut. Und dann brauchen wir noch eine Lagereinheit. Da werden die Sachen von der Anlieferung dann sozusagen in unser Ladeninventar gepackt, sodass wir damit Regale bestücken können und so weiter und so weiter. Genau. So, Artikel bestellen. Wir haben jetzt, glaube, keine Vorschrift, was wir bestellen müssen. Doch, wir können im Moment nur Hemden verkaufen. Okay. Oh. Das. 5000% Gewinn. Ihr seht jetzt schon, das sind nur die Hemden. Und jeder Artikel hat einzelne Attribute. Und ich muss die Artikel auch kennen, wenn ich die Leute verkaufen will. Wenn ich den Leuten verkaufen will. So rum ist es richtig. Okay, ich würde sagen, wir suchen mal so ein paar schöne Sachen raus. Zum Beispiel hier Garderol. Garderol weiß und rot. Das ist schon mal sehr gut. Dann habe ich eben schon gesehen, hier natürlich mit so einem schicken, freundlichen Bären drauf. In verschiedenen Farben natürlich. Und dann einmal hier für unsere Borussia Dortmund-Fans machen wir mal so. Und ja, das wären schon mal 10 Artikel. Wir machen mal von jedem 3. Und dann bestellen wir die schon mal. Und dann brauchen wir hier noch einen Ständer, wo wir die Sachen verkaufen. So, Anzeige, Kleider, Hemden. Und dann nehmen wir mal den hier. Stellen den dahin. Und dieses Spiel hat einen sehr blöden Bug, dass
irgendwann es aufhört zu funktionieren, dass man Sachen platzieren kann. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen das jetzt erstmal so, bis dieser Bug behoben ist, dass wir einfach die Sachen immer sofort bestellen. So, dann brauchen wir natürlich eine Kasse, wo wir Sachen verkaufen. Nehmen wir mal so eine kleine Warteschlange für 3 Kunden, sollte eigentlich reichen. Die stellen wir mal... ja, hier so hin. Und dann haben wir noch ein kleines Mitarbeiter. Oh, das ist sogar ein großes Mitarbeiterbüro. Da brauchen wir einen Marketingcomputer. Das sind so Sachen, wo ja, teilweise aktive, teilweise passive Boni geben. Ich kann mal ein bisschen kurz über das Spiel erzählen, während wir jetzt so ein bisschen warten müssen. So. Lieferung ist gleich da. Da kommt er auch schon angelaufen mit unserem Paket. Das Ding ist folgendes. Wir werden hier sehr, sehr weit in die Tiefe gehen müssen bei dem Spiel. Und das sieht im Moment noch gar nicht so aus. Weil es sieht im Moment so aus, wie irgendwie ein Indie-Developer hat sich ein paar Assets zusammengeholt, hat ein bisschen Parsing gemacht und fertig ist die Laube. Aber nein, so ist es nicht. Das Spiel hat zwar viele Schwächen, wo es nicht funktioniert, aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal vorstellen, weil es mir sehr gut gefällt. So, jetzt haben wir hier unsere Sachen bekommen. Die packen wir jetzt erstmal aus. Und dadurch werden die Sachen von dieser Palette in die Palette gepackt und sind damit in meinem Spielerinventar. Und ich kann sie dann verwenden. So sieht es nämlich aus. Und dann können wir jetzt hier mal anfangen, das einzurichten. Das müssen wir natürlich auch von Hand machen. Später können wir dann Verkäufer einstellen. So, machen wir mal so. Und so. Und dann hängt er hier schon mal die Sachen rein. Der soll sich ruhig mal reinhängen hier in den Job. Perfekt. Ja, und wir müssen eigentlich nur 5 Kunden bedienen. Beenden wir erstmal den Tag und dann gucken wir mal. Also wir haben Miete, keine, weil wir haben keine Firma. Doch. Soll mir aber egal sein, das ist nicht meine Firma. Gut. Das Büro hier, damit verwalten wir unser Unternehmen. Kann ich euch dann demnächst im Detail zeigen, brauchen wir aber noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal raus. Denn im Moment sind wir sozusagen im Missionsmodus. Wir müssen uns erstmal so ein bisschen Geld verdienen, damit wir unsere eigene Firma auch führen können. Ne, wie im richtigen Leben. Wenn du vom Tellerwäscher zum Millionär werden wirst, dann musst du natürlich auch erstmal ein bisschen was dafür tun. Nicht? So ist das halt. So, kein Gewinn, klar. Wir gehen zum Laden. Und ja, das ist nicht unser Laden, wir führen den nur. Da sind unsere Sachen. Und ja, wir könnten jetzt theoretisch anfangen zu verkaufen. Der Laden ist allerdings noch zu. Deswegen gucken wir mal kurz, was haben wir hier. Wir können hier zum Beispiel für Arbeiter können wir ne, hier so entwerfen, was wir denen erzählen wollen und in der Hoffnung, dass die dann zu uns kommen und einkaufen. Denn, ja, was haben wir hier für Aufgaben? Natürlich, wenn wir so einen Laden betreiben, wir wollen Personal einstellen. Also es gibt dann natürlich auch die Option, dass wir Personal an der Kasse, im Verkauf und so weiter haben. Und das ist auch noch nicht alles, denn wir können den Laden auch erweitern. Also jetzt nicht den hier, sondern später, wenn wir einen eigenen haben, der wird dann hier, das sind alles so Elemente, ne? Also immer so zwei so Wandelemente kann man dann vergrößern. Das heißt, also hier sieht man das auch, es sind immer zwei. Ich könnte dann quasi hier noch einen Klotz dazu kaufen, da noch einen Klotz und so weiter. Und so weiter. So, wir machen die Kasse auf. Zack. Und jetzt gucken wir, ob denn hier ein paar Kunden kommen. Na, ich bin also jetzt hier dieser komische Ladenbesitzer, der vor seinem Laden steht und Kunden auflauert. Potenziellen Kunden. Naja, die können auch theoretisch von alleine reinlaufen, ne? Was haben wir für Öffnungszeiten? 9 bis 17. Okay. Junge Frau, wollen Sie vielleicht in meinen Laden? Hier lang? Ja. Sehr gut. Ich habe hier tolle Bären-T-Shirts. Greifen Sie beherzt zu? Nicht. Okay. So, hier der... Oh, da waren wir zu spät. Wenn die Leute hier draußen dieses Ausrufezeichen im Kopf haben und dieses Fragezeichen oder dieses komische Symbol halt, können wir die ansprechen und können die bequatschen, dass sie in unseren Laden reinkommen. Man sagt mir ja nach, ich kann das ganz gut. Deswegen probieren wir mal beim nächsten, ob wir das hinbekommen. So, ich habe hier einen tollen Laden übrigens hier. Ne? Hier, können Sie mal... Hier, da gibt's Plover. Ich brauche nur 5 Kunden. Dann habe ich die. Ah ja, guck hier. Mir ist der Laden noch nie aufgefallen. Was verkaufst du? Hemden.
Können wir einen Blick drauf werfen. Okay, ich zeig dir mal meine Hemden. So, der hat wenig Freude daran, deswegen erzählen wir ihm jetzt, das bleibt aber unter uns. Danke, aber nein. Okay, wir versuchen es nochmal mit... Das hat geklappt. Und jetzt versuchen wir, was zu verkaufen. Und ja, er kommt in den Laden. Oh, und hier steht jemand an der Kasse. Wir müssen mal ganz schön abkassieren. Ja, hör auf zu pfeifen. So, was hat er denn gekauft? Für 230 ein Borussia Dortmund-Trikot. Okay. Guten Tag. Nicht. So, einmal den Blaubeeren, natürlich. Wir haben auch einen Bären im Braun, ne? Nur im Blau, okay, natürlich. So, junge Frau. 170 für den Bären, sehr gut. Gut, wenn ich zu einer Frau sage, 170 für den Bären, klingt ein bisschen falsch. Hier, potenzielle Kundschaft. Guten Tag. Ich habe Hemden. Ja, hier, mal Hemden vielleicht. So, der hat keine Freude. Dann versuchen wir mal, ihm die Freude zu erhöhen. Hat geklappt. Schade. Ja, ja, ich habe noch keine Mitarbeiter. Entschuldigen Sie, junge Frau. So, einmal nochmal der Blaubeer, jawohl. Und nochmal Borussia Dortmund und das rot-weiß geringelte. So muss das sein. Ja, da haben wir die Mission schon fast erfüllt. Ja, ich habe Hemden. Eine große Auswahl. Hemden. Und der hat keine Freude. Und der Need. Schade. Gut. So, junger Mann, was mit Ihnen denn? Moritz Hoffmann, ein Bauer. Mhm. Hier, wie wär's denn mit einem braunen Bärenplover? Ah, so knapp. Okay. Also ihr seht, wir können in den Dialogen, wenn man sich da reinfuchst, kann man das natürlich mit den Leuten hier ausbaldowern. Guten Tag. Hemden. Freude. Ja. Natürlich, sehr gerne. Ich warte schon mal an der Kasse. Mhm. Das ist zum Beispiel der Herr Bär, der ist, ja, sehr gut. Einmal Borussia Dortmund. Und das gleich nochmal für die Tochter, vielleicht für Bayern München, nicht? Okay. Dann darf ich einmal abkassieren. Oh! Und da wurde nochmal ein Bär verkauft, okay. So, jetzt haben wir die Bedingungen erfüllt. Das heißt, wir bekommen jetzt hier für die Belohnung, das sind einmal 500 gewesen und wir haben einen Tag gearbeitet. Das ist doch schon mal ganz gut. So, nächste Aufgabe. Und dann ist das nächste Ziel, dass wir uns hier einen Gewerbeschein holen und mit dem Gewerbeschein unser Unternehmen gründen. Ne? So läuft das nämlich. Und dann können wir unseren eigenen Laden einrichten. Wir können die Produkte wählen, die wir da reinpacken und so weiter. Das alles und mehr in den nächsten Folgen. Also dranbleiben, Abo dalassen, würde ich mich freuen. Und wenn du Bock hast, natürlich in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr freuen. So, was müssen wir hier machen? Denken Sie daran, dass für Kunden... Okay. 10.000. Wir müssen 10.000 Umsatz machen. Okay, das hier ist schon mal blöd. Da machen wir mal Folgendes. Das Ganze verschieben wir hier ein bisschen. So. Damit wir da mehr Platz haben, um vielleicht noch was hinzustellen. So. Okay, dann würde ich sagen, wir versuchen nochmal so einen Ständer hier hinzustellen. Wir müssen ja 10.000 Umsatz machen. Mit Schuhen oder mit Hemden? Wir machen das mal mit Hemden. Nehmen wir mal den. Passt der da hinten? Nein, natürlich nicht. Da auch nicht. Okay, dann einen anderen. Einen anderen. So einen nochmal. Ah, hier ist einer für an die Wand. Ich weiß, ob da mehr reingeht. Wir nehmen mal den.
So, was, wie viel geht da dran? Eine Sorte, zwei Sorten. Okay. Gut, und wir haben möglicherweise Waren noch im Inventar und wir haben noch was bestellt. Dann würde ich sagen, wir räumen jetzt erstmal ein in aller Ruhe. Das ist ein Schuhregal. So, da haben wir zwei Sorten Schuhe. Einmal eine ganz, ganz hübsche Badeschlappen. Und hier einmal der klassische Halbschuh natürlich. Mhm. So, und dann hier, was haben wir hier an Kleidern? Okay, also grün ist wohl die Farbe der Saison. So, dann einmal hier schon mal befüllen. Und dann einmal hier. Und ich würde gerne versuchen, dass wir dann noch einmal... Also ein ganz tolles Design hier. Also da ist ja wirklich... Also da hat ja wirklich der Designer, der hat sich ja echt gedacht, puh. Okay, dann brauchen wir für ein Regal brauchen wir noch Sachen. Da würde ich sagen, wir gucken uns mal an, was wir hier Schönes haben. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, hiervon, ne? Nehmen wir mal 4 Stück. Gut. So. Okay, der kommt jetzt heute noch vorbei. Dann drehen wir mal die Zeit ein bisschen hoch. Wie Spiel beenden. So. Dann würde ich sagen, packen wir eben aus. Wir haben ein Lager von 30, das heißt, wir dürfen noch nicht zu viel bestellen, sonst landet die Ware im Limbo. Und dann hängen wir das mal hier rein. So. Perfekt. Er sieht ja richtig glücklich aus, ne? So. Wir beenden den Tag. Oh, da bin ich mal gespannt. Wir müssen 10.000 Umsatz machen. Das ist natürlich schon ein Wort. So, das alles interessiert uns noch nicht, weil wir sind noch nicht im eigenen Modus. Und was wir in diesem Büro alles machen können, ihr habt gesehen, da ist ein Tisch, da können wir Sachen machen, an der Wand hängen Sachen. Das ist alles bedienbar. Aber wir müssen natürlich erstmal, ne, so wie in LS und überall, was wir so alles gespielt haben, unseren Weg dahin uns verdienen. Gut. Das ist schon schön. Irgendwie. Gut. Wir waren auf Kundschaft, deswegen drehen wir schon mal die Zeit ein bisschen hoch. Wir können schon mal die Kasse einschalten. So. Ja, dann haben wir hier einen Verkauf von Badeschlappen, grünen Hemden oder welchen ohne Design und hier unserem Premium-Bär. Da kann ja eigentlich nichts schief. Da kann ja eigentlich nichts schief gehen. So. Guten Tag. Torbenpilz, ich habe Hemden. Eine große Auswahl. Hemden. Du hast aber keine Freude, ne? Ja, das ist doof. Sehr gut. So, ich gehe schon mal zur Kasse hier. Und dann schauen wir mal. So, da hinten an der Kunde jetzt eine Frage, ne? Das, ach, hier keine Frage mehr. Gut. Wenn Kunden eine Frage haben, dann können wir theoretisch da hingehen und denen die Frage beantworten. So, geht ganz gut, würde ich sagen. Ja, das ist auch also wirklich ein ausgefallenes Design, was sie sich ausgesucht haben. Hier vielleicht mit dem blauen Bär drauf, also ein blaues Shirt mit Bär drauf. Ja, natürlich. Was denn? Hemden, ja. Hemden. Ja, ich komme sofort. Thank you. Bitte. Puh, ist das ein Stress. So, einmal hier verkaufen. Weißt du, am Pfeifen an der Kasse, aber nur für 90 Euro kaufen. Ich glaube, ich, mein Schwein, das macht Gesangskunststücke. Excuse me. Ja. Hallo? Das ist, also, du brauchst das unbedingt, und das wird auch riesig Spaß machen. Ha, ha, ha. Wieso ist denn eigentlich das nur bei Freude weg? Ich bin da noch ein bisschen unsicher. Hat er jetzt doch was gekauft? So. Er hat doch was gekauft. 580, bist du des Wahnsinns, fette Beute.
Ich muss übrigens mal so eine Playlist machen. Diese ganzen Spiele, die haben ja alle das Problem, dass deren Musik im Hintergrund man nicht mehr gebrauchen kann. Das würde mal eine eigene Playlist machen für Casual Gaming so. Ne? Wir haben ja einmal die für meinen Ecohof, was im Moment in Gardero Deluxe läuft. Und ne, Gaming zum Einschlafen kennt ihr ja. Aber so eine zum einfach nur so daddeln, ne? Das, die haben wir nicht. Das haben wir nicht. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Huch. Excuse me. Ja. Ich kann Ihnen helfen. Also, Sie haben eine Frage zu den Schuhen. Okay, Sie haben wenig Freude. Es scheint mir so, als wenn wir nur die Freude erheben müssen. Gut, das hat geklappt. Das nicht so. Aber er kauft's. Sehr gut. Wir schauen uns an die Kasse. Ja, mittlerweile so richtig viel Betrieb. Und da seht ihr jetzt auch, warum wir dann vielleicht irgendwann mal Bedienung brauchen. Weil wir können das natürlich nicht alles selber machen. Wenn hier zigtausend Leute sind, wir müssen dann teilweise die Ware wieder auffüllen. Wir müssen Fragen beantworten. Wir müssen dann entscheiden, ja, was mit den Schuhen? Streetlife. Überhaupt kein Bedarf. Sehr gut. Aber gerne. Ist ja nicht so, als wenn ich das... ja, ich bin da also auch sehr selbstlos, muss ich sagen. So. Natürlich. Wir haben hier ein blaues Shirt mit einem wunderschönen, freundlich dreinblickenden Bären. Und der ist gleich vergriffen. Sehen Sie? Hier. Großartige Idee. Ne, hier. Der macht Freude, der Bär. Jawohl. Sehr gerne. Ja! Mann! Nerv mich doch nicht hier. Kunde droht mit Auftrag. Fürchterlich immer. So. Guten Tag. Was können wir denn anbieten? Wir haben hier noch so ein wunderschönes Shirt. Nicht. Es scheint wirklich nur um die Freude zu gehen. Hey, can you help me? Ja. Hallo. Ach. Gut, ich kann nicht helfen. So, also, ich würde vorschlagen, wir lassen mal hier ein bisschen weiter verkaufen. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Dann mit dem Tagesabschluss und dem, was wir dann für den nächsten Tag machen müssen. Und ja, wir kommen auf jeden Fall dem Ziel näher, welches wir haben. Nämlich 10.000 Umsatz. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viel uns hier... ja, aus den Händen reißen, muss ich sagen. So, wir haben noch ein paar Schuhe. Oh, der braucht sogar Schuhe, das ist gut. Thank you. Sehr gerne. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und schaut auch mal in den anderen Programmen vorbei. Inklusive Gardero Deluxe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.